Ja, ich dachte, ich nehme gerade mal spontan ein Video für euch auf, weil ich heute so eine kleine Erkenntnis hatte, die so ein bisschen oder eigentlich ziemlich gut die letzten Podcasts miteinander verknüpft. Also den Podcast mit der Komfortzone, warum du öfter mal die Komfortzone verlassen solltest, vor allem in der Jugendhilfe, und um die Podcasts zum Thema Sicherheit und Vertrauen. Also wenn du dir die noch nicht angehört hast, hör sie dir gerne nochmal an. Und zwar hatte ich diese kleine Erkenntnis heute, als ich mit meinem Sohn zum Tanzen gegangen bin. Keine Angst, ich beziehe das gleich alles auf die Jugendlichen. Es war nur gerade heute ein schönes Beispiel. Also mein Kleiner ist 3 oder wird 3. Und ja, es war natürlich alles neu, neue Menschen, neue Umgebung, alles nicht so einfach. Gerade aus der Siesta aufgewacht, und dann wollte er dann natürlich nicht hin, wollte da nicht rein. Und dann habe ich mich mit ihm dahingesetzt und wir haben erstmal zugeguckt, und Stück für Stück habe ich dann gemerkt, okay, jetzt würde er gerne, aber hat trotzdem noch so Angst. Und dann habe ich ihn so ein bisschen da reingeschoben. Also dieses, komm, wir gehen jetzt einfach, ja, so ein bisschen. Und habe dann gemerkt, ja, das habe ich auch schon öfter mit Jugendlichen gemacht. Also alle, die jetzt die Komfortzone schon gehört haben, wissen, wovon ich spreche. Einfach jemanden aus der Komfortzone in die Angstzone reingeschubst, ja, sodass derjenige dann in die Lernzone und in die Wachstumszone kommen kann. Und ja, mir fällt da eine Jugendliche zum Beispiel ein, die extreme Kontaktschwierigkeiten hatte oder Angst, auf Jugendliche zuzugehen, die nicht in der Jugendhilfe waren, lustigerweise. Also bei Jugendlichen aus der Jugendhilfe fiel ihr das relativ leicht, aber die hatte totale Angst, auf zum Beispiel eine Gruppe Jugendliche zuzugehen, die jetzt da auf der Straße stehen oder die in einer Bar sitzen oder so, also die nicht in der Jugendhilfe sind. Und ja, die musste ich dann auch so ein bisschen aus der Komfortzone schubsen in die Angstzone, so damit sie ja einfach auf die Jugendlichen zugeht, guckt, was passiert, schaut, dass die vielleicht doch gar nicht so anders sind als die Jugendlichen aus der Jugendhilfe. Und genau, was mir da auch aufgefallen ist, also wie heute bei der Geschichte mit meinem Sohn ist, dass ich jetzt nie einen Jugendlichen in die Angstzone geschickt habe, ohne dass ich vorher Vertrauen aufgebaut habe und ohne dass ich ihnen vorher eine innere Sicherheit gegeben habe. Ja? Also sowohl den Jugendlichen als auch meinen Sohn habe ich vorher diese innere Sicherheit gegeben, ja, du schaffst das schon, du kriegst das schon hin. Also egal, was da jetzt passiert, du schaffst das und du kriegst das hin. Und dann dieses Vertrauen, ich bin da, ja, also ich bin entweder deine Mama oder deine, bei Jugendlichen die Betreuerin, und dieses Vertrauen, dass ich sie nie in eine Situation bringen würde, die nicht gut für sie ist, ja, also wenn ich sie da reinschubse, dann ist das etwas Positives für sie, etwas, was sie eigentlich auch wollen, ja, wie heute das Tanzen oder eben bei den Jugendlichen, bei der Jugendlichen der Kontakt zu Jugendlichen außerhalb der Jugendhilfe. Denn eigentlich ist es was, was sie gerne wollte, aber sich nicht durch diese Angstzone in die Lernzone getraut hat. Und da hat sie eben so einen kleinen Schubs gebraucht. Genau, und das war so meine kleine Erkenntnis heute, die so die drei Podcasts miteinander verbindet. Geh aus der Komfortzone, und wenn wir eben Betreuer sind oder Eltern, müssen wir die Kids vielleicht manchmal so ein bisschen schubsen. Und aber nicht von Anfang an, sondern einfach erstmal Vertrauen aufbauen, ihnen Sicherheit geben. Und dann kannst du ihnen so einen kleinen Kick geben und sie ja, in diese Angstzone schubsen. Genau. Ja, also ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich hoffe, du hast die anderen Podcasts gehört. Wenn nicht, kannst du sie dir hier nochmal gerne anhören, und ja, ich freue mich auf dein Feedback. Komm auch gerne in die Gruppe, dein Mindset für die
Jugendhilfe und genau, tausch dich mit uns aus. Und das Like nicht vergessen.